400.000 neue Wohnungen. Das ist die Zielmarke der Bundesregierung. Und zwar jedes Jahr. Eine ehrgeizige Vorgabe, die den Bedarf decken soll. Und der ist enorm. In vielen Städten, aber nicht nur dort, ist die Nachfrage weit größer als das Angebot. Doch angesichts auch der aktuell steigenden Baukosten ist fraglich, ob das Ziel allein durch Neubau erreicht werden kann. Dabei besitzen viele Kommunen Wohnungen und Häuser, die paradoxerweise aber zum Teil leer stehen. Wie das sein kann, zeigt Torben Ostermann am Beispiel von Bremen. Jedes Mal, wenn Hans-Peter Hölscher sein Haus verlässt und auf die andere Straßenseite blickt, kriegt er schlechte Laune. Und das liegt an diesem Haus gegenüber. Das Haus steht seit über anderthalb Jahren leer und vergammelt. Wenn ich so ein Grundstück sehe, dann ist das einfach prädestiniert für eine junge Familie. Und von daher ärgert es mich einfach, dass da keine Entwicklung stattfindet. Wie Dutzende andere gehört dieses Haus der Stadt. Auch Rainer Konradis wohnte viele Jahre in einer städtischen Immobilie. Er war Hausmeister an dieser Schule im Bremer Westen, wohnte samt Familie in der dazugehörigen Dienstwohnung. Vor 10 Jahren ging er in Rente. Seitdem steht die 140 Quadratmeter große Wohnung leer. Verständnis habe ich nicht dafür. Man hätte diese Wohnungen sicherlich einsetzen können, eben für bedürftige Menschen. Jetzt ja auch wieder. Die Ukraine, da werden sicherlich Familien sein, die Wohnraum benötigen. Jahr für Jahr fordert das Bremer Parlament Leerstandslisten an. Nach Stadtteilen aufgeschlüsselt wird dort das gesamte Ausmaß erkennbar. Leerstehende Wohnhäuser, Hausmeisterwohnungen, ehemalige Schulen, Amtsgebäude. Politisch verantwortlich für den Leerstand ist der Finanzsenator. Den Unmut kann er nachvollziehen. Wir haben gerade die höchste Priorität, das ist Schulbau, Sanierung von Schulen, Sanierung von Kitas. Und da stecken wir unsere ganze Kraft und ziemlich viel Geld rein. Und darum bleiben natürlich solche Gebäude manchmal auch länger stehen. Und das ist ärgerlich, aber das geht leider nicht anders. Ginge schon, findet Ortsamtsleiter Jörn Hermening. Diese verwaiste Berufsschule ist ihm seit Jahren ein Dorn im Auge. Auch im ehemaligen Arbeiterstadtteil Hemelingen fehlt es an Wohnungen. Er kann nicht verstehen, warum die Stadt hier nicht investiert. Hier verkommt öffentliches Eigentum, es verfällt. Wir haben auch hier eine Schadstoffbelastung, das könnte man natürlich angehen. Aber bei der Not denkt man sich, warum vergammelt hier was, was wir als Eigentum haben? Es wirkt paradox. Auf der einen Seite herrscht in Bremen Platzmangel, der Wohnungsbau stockt. Auf der anderen Seite hat der Senat Zugriff auf zehntausende Quadratmeter Leerstand. Ich kann das total verstehen, dass man da ärgerlich drüber ist, aber vom Umfang her muss man auch sagen, wir haben Immobilien Bremen verwaltet über 2 Millionen Quadratmeter Grundstück und das ist eine Fläche von 1-2%, die da leer steht. In der Gesamtsumme ist das noch vertretbar, aber es ist trotzdem ärgerlich. Und so dürfte sich an dem Zustand erstmal wenig ändern, sehr zum Ärger von Hans-Peter Hölscher und anderen, die dem Verfall täglich zugucken müssen.